Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge bin ich extrem in weihnachtlicher Stimmung und möchte auch dich daran teilhaben lassen, indem ich darüber spreche, was es mit kollektiven Systemfehlern auf sich hat, insbesondere in Bezug auf eine simulierte Wirklichkeit. Let's go! Selbstverständlich handelt es sich hierbei nur um ein Gedankenspiel, aber ich finde es hochspannend. Die Prämisse von dem ganzen Gedankenspiel ist, dass jedes Bewusstsein einer Art Computer gleicht, ja, und jeder hat seine eigene Software, ja, also in Bezug auf die eigenen Prägungen, ja, jeder Mensch wird anders geprägt, je nachdem, wer wo geboren wird, wer wie aufwächst, welche Erziehung er genießen darf, wer von wem geprägt wird, welche Religion, welcher Glaube, ob überhaupt Religion, ob überhaupt Glaube, welche Bildung, welcher Schulabschluss und so weiter und so fort, ja, und welche Ausrichtung in der Ausbildung oder im Studium oder wo auch immer, ja, jeder Mensch erblickt ja die Welt durch seine eigene Brille und hat demnach eine eigene Realität, die es so kein zweites Mal mehr gibt. Natürlich gibt es bestimmte Schnittmengen, man muss sich im Alltag auf eine Realität einigen und dennoch nimmt jeder alles so wahr, wie er eben geprägt wurde. Also jeder nimmt alles so wahr, wie er ist und nicht, wie die Welt objektiv ist. Mehr dazu auch in meiner Folge bezüglich, wie habe ich die Folge genannt? Ich muss mal kurz nachschauen. Also irgendwas mit der Matrix entkommen und wie man davon profitieren kann, das lade ich am 31. Dezember 2022 hoch, wenn dich das interessiert, hör da gerne rein. Also angenommen, jedes Bewusstsein ist ein Computer, ja, wie gesagt, mit eigener Software. Dann wäre ja das kollektive Bewusstsein ein Supercomputer, also eine kollektive Programmierung. Und wie wir wissen, gibt es in jedem Programm einen Fehler. Ja, darum gibt es ja Updates bei Windows und so weiter und so fort. Ja, jede Software, jedes Betriebssystem wird immer mal wieder aktualisiert. Bugs werden gestopft, ja, also Fehler ausgeglichen und so weiter und so fort. Aber das funktioniert eben in der Technik ganz gut und wird ausgebügelt. Aber wenn man mal davon ausginge, dass es eine Art kollektive Programmierung gibt und demnach auch kollektive Bugs, dann werden die nicht ausgeglichen. Und demnach kommt es immer wieder zu Störungen oder, ja, Fehlern. Und im Folgenden werde ich näher darauf eingehen. Es gab 1992 einen Artikel, der hieß Living in a Simulated Universe, also Leben in einem simulierten Universum. Und da hat sich ein Mann namens John Barrow mit der Frage beschäftigt. Und er sagte, wenn wir in einer simulierten Wirklichkeit leben, müssen wir damit rechnen, dass im Lauf der Zeit in den sogenannten Naturkonstanten gelegentlich Störungen auftreten. Ich muss noch dazu sagen, also mit Simulation ist gemeint, dass wir sozusagen wie so Sims-Figuren hier rumlaufen und uns irgendjemand steuert. Also nicht im Sinne von, dass wir gesteuert werden wie Marionetten, auch nicht so verschwörungsmäßig gemeint, sondern stell dir einfach vor, wir wären alle wie in so einem Computerspiel, wie die Sims-Figuren, wie wir die Sims-Figuren in einem Computerspiel, in einem gleichnamigen gesteuert haben oder ja, gelenkt haben oder haben leben lassen, in Anführungsstrichen, ja. So könnten auch wir, so nehmen manche Wissenschaftler an, auch in einer Simulation leben. Ja, ich weiß nicht, ob man das jemals rausfindet, ob das so ist oder nicht. Wie gesagt, das ist ja auch nur ein Gedankenspiel, weil ich das eben extrem spannend finde. Ich möchte also wieder zurück zum Thema Bug kommen. Ja, also wenn das Programm schlecht läuft, dann heißt es nicht, dass diese Störung eben auf das Programm zurückzuführen ist, also dass das Programm per se schlecht ist, also dieses kollektive Bewusstsein, wo diese kollektive Software drin ist mit einem Fehler oder so, sondern dass das Programm unter diesen Bedingungen, die eben vorherrschen, nicht optimal laufen kann und in bestimmten Kontexten bestimmte Fehler sich ereignen bzw. ereignen müssen und unseren menschlichen Erwartungen nicht entsprechen können. Und daraus resultierend, und das ist jetzt das Krasse, ist, oder es kommt dann quasi zur Frage, diese ganzen niedrig frequentierten Emotionen, ja, wenn dich das näher interessiert, zieh dir unbedingt meine Folge zum Thema Bewusstseinsskala von Dr. David Hawkins rein. Mit niedrig frequentierten Emotionen meine ich sämtliche in der Force-Energie, also alles, was mit Mangel zu tun hat, ja, Neid, Missgunst, Angst, Frustration, Hass, ja, das sind alles negative Emotionen und man sagt, also laut dieser Skala ab 200 ist die Menschheit in der Power-Energie, also Fülle, das ist dann Courage, Zuversicht, Optimismus, Empathie, Liebe und so weiter und so fort. Und laut Dr. David Hawkins
ist der Großteil der Menschheit eben in dieser Force-Energie, also diese niedrigen Emotionen, und nur weil einige wenige hochschwingen, also laut der Skala, deswegen ist noch nicht alles kollabiert, weil das einigermaßen das ausgleicht und im Gleichgewicht hält. Aber letztlich könnte die Menschheit, wenn das Bewusstsein kollektiv angehoben wäre, schon viel weiter sein. Also wir brauchen dieses ganze Kriege und Hass und Rassismus und ja, alles, was damit einhergeht, das brauchen wir alles nicht, aber kollektiv hängt die Menschheit quasi in dieser negativen Energie, in dieser Force-Energie hängen, ganz niedrig frequentiert, und dieser Hass, der kollektiv herrscht, ja, und Angst und wie gesagt, diese ganzen Kriege, die es gibt, seit wir Menschen existieren, ja, vielleicht sind die ja ein Ergebnis von einer solchen Störung, die eben im Programm vorhanden ist, und letztlich bedeutet es eine Fehlerquelle in unseren Überzeugungen, weil unsere Überzeugungen, das ist ja wieder die Brille, durch die wir sehen, ja, das, wovon ich überzeugt bin, das sehe ich auch in der Welt. Deswegen befinde ich mich zum Beispiel oft im Zwiespalt, weil ich mir denke, auf der einen Seite bin ich mir bewusst, dass es so viel Hass gibt und Böses in der Welt und Negatives, und ich will da nicht wegschauen. Aber ich weiß gleichzeitig, dass ich es, also allein die Tatsache, dass ich es wahrnehme, bedeutet, dass es ja auch ein Teil meines Bewusstseins ist, weil sonst könnte ich es ja nicht wahrnehmen. Das heißt, dass eigentlich jedes Lebewesen, was Bewusstsein hat dafür, dass es so viel Gewalt und Schmerz gibt in der Welt, dass es selber schon ein Teil davon ist. Und ich frage mich, wie man sich davon lösen kann, ohne wegzugucken. Und ich bin davon überzeugt, dass es ja auch nicht darum geht, wegzuschauen, sondern dass man individuell sein Bewusstsein anhebt und dann mit dem Wissen, dass es das gibt, aber irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich das sagen soll, die Schwingung so anhebt, dass eben da, wo man zumindest selber anwesend ist, weniger von dieser niedrigen Emotion oder Frequenz ist. Also da, wo man ist, weniger Hass, weniger Gewalt. Und je mehr Menschen sich dessen bewusst sind, desto mehr kann man eben kollektiv dieses Bewusstsein anheben und beeinflussen. Ich hoffe, das klingt nicht zu abstrakt. Naja, auf jeden Fall, wenn, also angenommen, dass eben Hass und Angst und all die Kriege ein Ergebnis von so einem Bug sind im kollektiven Programm, dann wäre ja die Frage, warum die Menschheit nicht ihre Überzeugungen ändert und demnach nicht sagt, oh, das Programm ist schlecht, im Sinne von das kollektive Bewusstsein ist schlecht oder das Leben ist schlecht, sondern man sagt einfach, unsere Überzeugungen stimmen nicht, weil wir sind als Menschheit daran gewöhnt, dass Gewalt und Kriege normal sind, und wir sagen, naja, es ist eben so. Ja, bei vielen Dingen, wir haben uns einfach daran gewöhnt, weil wir sagen, naja, die Menschheit ist halt so, es wird immer Kriege geben. Und ich persönlich denke aber, es ist absolut inakzeptabel, dass es immer noch Menschen gibt, die hungern, die dursten, die verdursten, die an Krankheiten sterben, die wir schon längst heilen können, dass es auf der einen Seite der Welt Überschwemmungen gibt und auf der anderen Seite wird alles abgebrannt, also diese Extreme. Ich finde das inakzeptabel und ich frage mich, aber dazu komme ich später auch, ob das nicht alles irgendwie, wie soll ich sagen, ja, dass das irgendwie gewollt ist. Also das ist zwar jetzt die falsche Formulierung, ich weiß aber noch nicht, wie ich es besser formulieren soll, weil ich auch nicht weiß, von wem das gewollt ist, weil ja das Kollektiv selber dafür irgendwie verantwortlich ist. Aber ich frage mich, warum wir daran gewöhnt sind, so viel Angst zu empfinden und dass es immer noch Rassismus gibt, dass es immer noch Kriege gibt, dass die Menschheit einfach null dazulernt und absolut unmenschlich agiert. Und ich glaube tatsächlich, dass die Menschheit mit künstlicher Intelligenz das erste Mal richtig menschlich wird, so paradox das auch klingen mag, weil dann einfach Dinge objektiver messbar sind und ja, einfach mehr, wie soll ich sagen, auch Gerechtigkeit herrschen kann, weil ein programmierter Roboter bestenfalls ja niemanden nach seinem Aussehen bewertet oder nach seiner Sexualität oder nach seiner Herkunft oder Hautfarbe oder was auch immer. Wobei da natürlich auch die Frage ist, wer den programmiert und wer das kontrolliert. Meine klassische Grundfrage, wer bewacht die Wächter? Ja, das ist dann wieder ein anderes Thema, aber zurück zur Kernfrage. Wo haben wir das uns reingezogen und einfach so gelernt zu akzeptieren, so viel Angst zu empfinden? Ja, jede Frau erinnert sich dran, an dieses Gespräch mit ihrer Mutter oder mit irgendeiner weiblichen Bezugsperson, die ihr erklärt hat, pass auf, wenn du nachts heimläufst, schau dich um, zieh dich nicht so und so an, pass auf, wer dich wie anguckt. Jede Frau kann sofort scannen, ob jemand sie zu lang anguckt, mit welcher Intention. Jede Frau
jede Frau. Und fast jede Frau, mit der ich mich jemals in meinem Leben unterhalten habe, hat sexuelle Belästigungen oder dergleichen noch Schlimmeres erfahren. Und es gehört so zum Frausein dazu. Du musst halt damit leben, dass du potenziell vergewaltigt werden kannst. Und das ist jetzt kein Männershaming oder so. Ja, ich liebe alle Männer auf der Welt. Ohne Männer wäre diese Welt eine absolute Katastrophe. Ich habe mal so einen Witz gehört, irgendwie, wenn die Welt nur von Frauen regiert werden würde, dann gäbe es zwar keine Kriege, aber Länder, die sich anschweigen, weil sie beleidigt sind. Das war nicht so geil, weil es einfach echt so ist. Frauen sind immer so eingeschnappt. Also auch kein Frauenshaming, ja, no front, also gegen niemanden. Aber man sagt halt, naja, prinzipiell, wenn eine Gefahr ausgeht, dann überwiegend von einem männlichen Wesen. Also rein statistisch, für eine Frau meine ich jetzt. Jetzt nicht pauschal, ja. Aber du wirst einfach von klein auf lernt ein kleines Mädchen, pass auf, nicht jeder, der dich anlächelt, ist dein Freund, nicht jeder, der dir was Süßes gibt, ist lieb zu dir oder hat gute Intentionen, ja, nicht jeder, der dich anschreibt online, ist an deinem Charakter interessiert, ja, und heutzutage jede Frau kriegt ungewollt irgendwelche Genitalien zugeschickt und ist einfach crazy und ja. Das ist einfach zum Beispiel so ein kollektives Mindset, dass eine Frau sich fürchten muss. Jedes Mädchen wächst letztlich mit Angst auf und jede Mutter sowieso. Bei einem Sohn macht man sich automatisch weniger Sorgen. Klar auch, weil da kommen dann vielleicht andere Gefahren, ja, zu viel Saufen, Unfälle, Schlägereien im schlimmsten Fall, ja, oder irgendwie sowas. Aber Thema sexuelle Übergriffe macht man sich doch tatsächlich mehr bei einem Wesen des weiblichen Geschlechts Sorgen, ja, oder... Also auf jeden Fall bei männlichen am wenigsten, sage ich mal so formuliert, ja. Bei anderen Geschlechtern, denke ich, kommen da auch nochmal andere Krisen und Konfliktherde mit dazu, ja. Aber, also, du weißt, hoffe ich, worauf ich hinaus möchte. Also warum ist das so, dass wir kollektiv an diese Angst gewöhnt sind und dass es einfach normal ist, dass man Kinder so erziehen muss, dass man sagt, pass auf, so und so, weil es ist halt so, es war schon immer so und es wird auch immer so sein. Warum ist das so? Das frage ich mich wirklich. Warum sind so viele Menschen so einsam, obwohl wir überbevölkert sind quasi auf der Erde? Warum ist das normal? Und ich zweifle diesen Normalzustand massiv an. Und wir wissen auch, dass Ängste, starke Ängste, oft auch die Ursache für mentale, psychische oder körperliche Krankheiten sind. Und wenn wir kollektiv die Angst reduzieren würden, dann würden wir automatisch Krankheiten reduzieren. Man bräuchte weniger Behandlungen, man bräuchte weniger medizinische Eingriffe, weniger Medikamente und so weiter und so fort. Aber ich glaube, gerade das ist ja, wie soll ich sagen, Teil dieses Systemfehlers, weil Menschen, die selbstbewusst sind, die brauchen ja dann viele Dinge nicht. Also die sind einfach, wie soll ich sagen, selbstgenügsamer und dann würde ja schon die ganze Werbeindustrie zusammenbrechen, weil dir die Werbung ja immer suggeriert, dass du etwas brauchst, um glücklich zu sein. Und wenn mehr Menschen auf der Welt, also kollektiv selbstbewusster wären, dann würden sie nicht dadurch manipuliert werden, es könnte weniger verkauft werden und das ganze Wirtschaftssystem würde so auch nicht funktionieren. Plus, die Menschen wären gesünder, bräuchten weniger Medikamente, ergo würde auch dieses ganze Pharma-Industriezeug auch zusammenbrechen, weil da natürlich jede Menge Geld fließt und die leben ja davon, dass Menschen krank sind und krank bleiben. Und wenn eine Gesellschaft wirklich wollte, dass alle Menschen gesund aufwachsen, dann müsste man gesundes Essen günstiger machen als ungesundes Essen. Ist auch nicht so. Wenn man wirklich das Klima schonen möchte, dann müssten öffentliche Nahverkehr und also alles, was irgendwie grün ist, in Anführungsstrichen, es müsste günstiger sein oder ja, einfach kostenlos. Kann nicht sein, dass eine vierköpfige Familie, wenn sie von Norddeutschland nach Süddeutschland möchte, mit dem Flug günstiger hinkommt als mit einem Zug. Das ist alles absolut inakzeptabel und auch Teil dieses Bugs. Aber es würde eben, wie gesagt, dann langfristig, sag ich mal, Gelder nicht in die Richtung fließen lassen, wo es hin sollte, laut dem Kollektiv. Ja, also jetzt nochmal zurück auf die Medikamente in Pharmaindustrie. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn viele Menschen krank sind. Und da frage ich mich schon, was ist das für ein System, was kollektiv nicht dafür sorgt, dass Menschen gesund sind und vor allem gesund bleiben? Menschen gehen nur zum Arzt, wenn sie krank sind. Präventive Angebote gibt es so gut wie gar nicht. Außer man kriegt irgendeinen komischen Bonus, wenn du ein paar tausend Schritte gemacht hast. Und dann kriegst du, keine Ahnung, eine Plastikbanane für deinen dreijährigen Sohn. Glückwunsch. Also ist alles irgendwie komisch. Und
einfach alles verbuggt. Ganzes System ist kaputt. Und ja, naja, kommen wir zurück. In der Programmiersprache gibt es sogenannte Software-Patches. Also Patch heißt flicken. Das bedeutet, dass ein kleines Stück Programm in die bereits existierende Software mit wieder eingepflegt wird, um ein Problem zu beseitigen. Und diese Software-Patches sind extrem wichtig, weil sonst eben alles zusammenstürzen könnte. Es gab da mal eine extrem krasse Y2K-Katastrophe. Du siehst hier auf dem Thumbnail eine digitale Anzeige. Bienvenue à l'école centrale, also willkommen in der Hauptzentrale. Ja, du kannst es erraten, das ist in Frankreich. Und du siehst unten das Datum, 3. Januar, und die Jahreszahl ist einfach die beste, nämlich 1900. Und wir alle wissen, dass im Jahr 1900 keine digitalen Anzeigen existiert haben. Also ein Fehler drin. Warum ist das so? Es war so, man nennt es auch Millennium-Problem oder 2000-Problem. Und da ging es drum letztlich, also kurz gesagt, ein Computerproblem, was eben im Wesentlichen nicht diese zweistellige Angabe im Rutsch von 1999 auf 2000 anzeigen konnte. Also es ist einfach wieder zurückgesprungen. Und so hat es dann eben statt den 3. Januar 2000 den 3. Januar 1900 angezeigt. Man hat dann zum Jahreswechsel 1999-2000 einige Katastrophenszenarien prophezeit, wo es eben drum ging, ja, da werden einige Computer abstürzen, und zwar nicht nur einige, sondern über den ganzen Erdball verteilt. Ja, man hatte so eine richtige digitale Apokalypse vor Augen weltweit, dass eben alles zusammenbricht, weil das nicht funktioniert aufgrund von fehlender Speicherkapazitäten und eben, ja, dass das Betriebssystem das nicht packt, das eben auf ein neues Jahrtausend umzuschalten. Das war übrigens auch der Grund, warum in der Silvesternacht, also von 1999 auf das Jahr 2000, viele Banken ihre Geldautomaten abgestellt haben, um eben Fehler zu vermeiden. Ja, dass dann irgendwie Geld weg ist oder bei wem anderen, der es überhaupt nicht vorher hatte, und dass irgendwas nicht stimmt, weil die einfach extrem große Angst hatten wegen dieser Zahl. Wikipedia hat einige bekannte Probleme aufgelistet, die nenne ich dir mal kurz. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann interessiert dich das auch. Und wenn du bis hierhin nicht hörst, dann hörst du es ja auch nicht. Keck. Also im Kernkraftwerk Fukushima fiel um 8.58 Uhr die Anzeige für die Steuerstäbe aus. Es wurde das Datum 6. Februar 2036 angezeigt. Der Vorfall blieb folgenlos. Das United States Naval Observatory, der offizielle Zeitmesser der USA, gab auf seiner Webseite das Jahr 19.100 an, alles klar, okay. In Australien fielen in zwei Bundesstaaten Fahrkartenentwerter aus, okay, auch cool. In den USA fielen über 150, geil, Spielautomaten an Rennbahnen in Delaware aus. Ein Autofahrer erhielt eine Kfz-Steuerforderung für die letzten, geil, für die letzten 100 Jahre über $760.000. Also du musst dir denken, ich lese das gerade auch das erste Mal, diese Problemauflistung, weil ich hatte jetzt den Vibe, habe ich schnell geöffnet, ist einfach witzig. In Italien versandte die Telekom Italia Rechnungen für die ersten zwei Monate des Jahres 1900. In Japan fiel am 1. Januar 2000 das System zum Aufzeichnen von Fluginformationen für kleine Flugzeuge aus. Okay, das finde ich jetzt schon problematisch. Im Vereinigten Königreich fielen manche Kreditkartentransaktionen aus. Okay, da würde ich gern wissen, für wen das dann nützlich war, aber das steht ja leider nicht. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Natürlich hatte das Ganze wirtschaftliche Folgen. Ja, dieses ganze Y2K-Problem. Diese ganzen Hardware- und Software-Aktualisierungen, also diese ganzen Patches und Updates und so weiter, was man eben in die Wege geleitet hat, um das große Katastrophenszenario, was man sich ausgemalt hat, zu verhindern. Ja, durch diese ganzen Aktualisierungen waren im Jahr 2000 viele Applications von diesen ganzen Plattformen, die es damals gab, gut aufgestellt. Und die waren dann quasi auch alle up to date. Und hatte aber dazu dann die Folge, dass im nächsten Vierteljahr, also in den nächsten darauffolgenden drei Monaten, der Verkauf von eben neuen Systemen extrem gesunken ist. Und es führte sogar laut
laut dem Internet, dem ich ja sehr vertraue, du kannst gerne auch nochmal recherchieren, ja, zu einer Rezession im Informatikbereich. Das finde ich natürlich spannend, weil man letztlich wirtschaftlich gesehen hat, aha, wenn man also Dinge updatet und aktualisiert, dann rechnet sich das wirtschaftlich nicht, weil die paar Probleme, die es gab, okay, zu dem Zeitpunkt hat man ja schon vieles aktualisiert, ja, aber ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt nur meine Theorie, dass die sich gedacht haben, hey, die paar falschen Anzeigen und die paar Dinge, die dann nicht geklappt haben, das kann man schon ausbügeln, aber letztlich haben wir weniger verkauft in den nächsten 3 Monaten und dann hat sich das sozusagen gar nicht gelohnt, das nächste Update für alle verfügbar zu machen und alles zu patchen, also zu flicken und ja, die Software auf der ganzen Welt eben zu aktualisieren. Und somit kommen wir wieder zurück zu meiner Kernthese, dass ein Update zwar teuer ist, ja, also warte, ich scroll hier mal vor. Was hat Wikipedia gesagt? Ich glaube, 600 Milliarden Dollar oder so wurden weltweit ausgegeben für diese Updates. Also irgendwo hatte ich diese Zahl im Kopf, jetzt finde ich es nicht mehr, war klar. Ist immer so, wenn man was sucht. Ich könnte jetzt auch einfach auf Pause drücken, aber das möchte ich auch nicht. Drum hörst du mir jetzt beim Suchen zu. Ah, tatsächlich. Der Gesamtaufwand für die Y2K-Projekte wurde auf weltweit bis zu 600 Milliarden US-Dollar geschätzt. Gib dir das mal. Tschüss, das ist richtig krass. Also, und trotzdem, oder was heißt trotzdem, also 600 Milliarden Ausgaben und dann das Wissen, okay, in den nächsten 3 Monaten kann man weniger verkaufen an neuen Systemen, weil ja alle sagen, ey, passt doch, wir wurden gerade alle upgedatet, alles ist aktualisiert, deswegen brauchen wir nichts, deswegen kaufen wir nichts. Also rein wirtschaftlich hat es sich eventuell dann nicht gerechnet, zumindest im Informatikbereich. Und das ist jetzt so meine Grundthese, die eigentlich auch mit einem heutigen Problem zu tun hat, nämlich der geplanten Obsoleszenz. Vom lateinischen obsolescere, sich abnutzen. Meint ist bei einer geplanten Obsoleszenz, dass Dinge nicht einfach irgendwie grundlos oder zu früh kaputt gehen, sondern dass die absichtlich vom Hersteller so gebaut werden, dass sie schnell kaputt gehen, damit du natürlich dann bald das neueste Modell kaufst. Ja, wenn eine bestimmte Handymarke oder irgendein technisches Gerät ewig halten würde, dann würden die ja lange Zeit nichts verkaufen und dich als Verkäufer verlieren. Das bedeutet, heutzutage werden Dinge so gebaut, dass sie schneller kaputt gehen. Und ich denke, diese Erfahrung hast du auch gemacht. Ja, sag nur mal hier Nokia 3210. Wie oft ist das auf den Boden gefallen? Danach war der Boden kaputt. Und heute, wenn du ein Smartphone mal fallen lässt, trotz Panzerhülle, bam, keine Ahnung, da ist irgendwie erstens mal das ganze Handy kaputt und zweitens ist da gleich ein Riss in der Erde und die tektonischen Platten haben sich verschoben und die Kontinente driften schneller auseinander. Ja, so. Im Übrigen gibt es auch eine psychologische Obsoleszenz und das bedeutet nichts anderes, als wenn jemand eigentlich ein Gerät hat, was noch voll funktioniert und alles passt, aber die Person trotzdem das Gerät durch ein neues ersetzt, weil das, was er eben hat oder sie, nicht mehr ja, Trend genug ist oder die neueste Version irgendeine Zusatzfunktion verspricht oder ja, man dazugehören möchte, ja, man will das neueste iPhone und so weiter und so fort. Aber zurück zur geplanten Obsoleszenz. Die Dinge gehen also schneller kaputt, was gewollt ist, damit man schnell neue Sachen kauft. Und die Menschen hätten zwar ein Update nötig, ja, wenn dich das interessiert, Human Upgrade in meiner Playlist Levels of Consciousness, also Bewusstseinsstufen, da habe ich auch 2 Folgen zum Thema Spiral Dynamics. Das ist so ein Denkmodell, wie sich die Menschheit entwickelt, seit es Menschen gibt und dass es eben verschiedene Bewusstseinsstufen gibt. Wenn dich das interessiert, lade ich dich da herzlich zu ein, reinzuhören. Ich fand es mega spannend, darum habe ich gleich 2 Folgen dem Denkmodell Spiral Dynamics gewidmet. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Menschheit dringend ein Update nötig hat, weil es ist einfach absolut absurd, dass wir uns gegenseitig weiter abschlachten und es im 21. Jahrhundert, wie eingangs erwähnt, immer noch Kriege gibt, Welthunger, dass Menschen verdursten, dass Menschen an ja, Krankheiten sterben, die wir schon längst heilen können. Ja? Und da frage ich mich, ob das nicht auch so ein Bug ist, wo man aber weiß, dass wenn man das lösen würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf den Mars fliegen können, aber nicht den Welthunger irgendwie, also besiegen können. Wenn man alle Energien und alle superintelligenten Menschen der Welt zusammen bündeln würde, so zusammen fusionieren würde,
dann muss doch da eine Idee rauskommen, wie man das zumindest mal versuchen würde. Also es gibt doch schon 3D-Drucker, die Essen drucken können. In Israel habe ich das mal gelesen, gab es da so erste Modelle. Und wenn man das einfach weiterentwickelt und dann irgendwie logistisch das alles plant, dann müsste es doch möglich sein, dass man solche Probleme löst. Das gibt's doch nicht, dass es im 21. Jahrhundert immer noch Kriege gibt und Menschen, die verdursten und verhungern. Das ist für mich inakzeptabel. Und ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht und es macht mich sehr wütend und sehr nachdenklich. Und ich frage mich aber dennoch, ob das nicht, also ob das menschliche Bewusstsein, der neue Bewusstseinssprung, ob der deswegen vielleicht vermieden wird, weil natürlich, wenn alle Bedürfnisse kollektiv gestillt wären, dann würde ja alles zusammenbrechen, ja, unser Wirtschaftssystem, unsere Werbeindustrie, alles, was du jetzt kennst, womit du aufgewachsen bist, alles, was uns umgibt, was unser menschliches Dasein bestimmt, ja, all das würde ja so nicht mehr funktionieren, weil die Menschen einfach selbstbestimmter leben können. Und diese ganzen Sachen, die uns angedreht werden, weil wir sie angeblich brauchen für ein besseres Leben, die würden wir ja gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Folglich würden die nicht mehr hergestellt werden. Ja, Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Und ich frage mich, ob das nicht, also wie gesagt, ich weiß, das ist die falsche Formulierung mit dem, ob das gewollt ist, ja. Weil ich glaube schon, dass die Menschheit insgesamt im Kern schon irgendwie anstrebt, aufs nächste Level zu kommen. Aber ich frage mich, warum das in so einem Schneckentempo gehen muss. Also wie langsam kann man sein? Das ist unglaublich, wie Evolution früher war und heute, das ist für mich unbegreiflich. Und trotzdem weiß ich, dass die ganzen technologischen Fortschritte, die wir bisher gemacht haben, nichts sind im Vergleich zu denen, die noch kommen werden. Und meine Hoffnung liegt tatsächlich auf künstlicher Intelligenz und auf diesen modernen technischen Mitteln, die es jetzt noch nicht gibt, weil ich wirklich hoffe, dass da dann ja alles irgendwie anders funktioniert und so ein, ich sage jetzt mal, kollektiver Software-Patch sich rechnen würde, weil man dann eben nicht sagt, wie bei dem Y2K-Patch, dass man sagt, oh, jetzt haben wir zwar alles gelöst und alles geupdatet, aber die nächsten 3 Monate haben wir nichts mehr verdient. Blöd, hätten wir mal kein Update gemacht, so ungefähr, dann hätten wir mehr verkaufen können, ja. Dass man vielleicht irgendwie das anders löst, aber wie, weiß ich auch nicht. Aber, dass man diesen Bewusstseinssprung wagt, im Wissen, dass die Menschheit im nächsten Level auch ohne bestimmte Dinge auskommen kann. Und dass Menschen, ja, einfach, wenn sie trinken wollen, trinken können, dass sie, wenn sie essen wollen, essen können und dass vor allem die Erde nicht mehr brennt. Das wäre ja schon mal ein Anfang so. Also ja, das ist irgendwie, das macht mich sehr nachdenklich und ich wollte jetzt einfach mal so eine Folge aufnehmen, weil vielleicht hört das ja irgendwann mal ein schlauer Schüler, der dann später mitentwickeln kann. Und ja, in der Zukunft, vielleicht in 50 Jahren, hört dann jemand die Folge und lacht sich kaputt, weil die dann denken, hahaha, wie waren die Menschen denn damals drauf? Wir haben das alles schon längst gelöst, wir haben keinen Hunger mehr auf der Welt, wir haben alle zu trinken, sauberes Trinkwasser, wir haben zumindest die Kriege eingedämmt. Das ist eigentlich so das, warum ich das jetzt auch hochlade, meinen tollen Monolog hier, weil, ja, das einfach mich jeden Tag irgendwie beschäftigt. Ich gehe damit ins Bett und morgens stehe ich auf und frage mich, wie könnte man das lösen? Ich komme nicht drauf. Und ich frage mich aber, warum man nicht also die ganzen super Vordenker und so, warum die nicht einfach mal, warum man nicht Elon Musk und alle, die irgendwie einen Plan haben, diese richtig Schlauen, warum die nicht einfach mal alle irgendwie sich was überlegen zusammen? Weil je mehr Gehirne man hat, desto mehr Perspektiven hat man. Und wenn man einfach, ich sage jetzt mal, die obersten 10% vom kollektiven Bewusstsein nimmt, also ich sage jetzt mal umgekehrt formuliert, die obersten 10% aller Prägungen, wenn die da was entwickeln könnten, dann wäre das vielleicht alles noch irgendwie schneller. Oder es würde sich alles schneller entwickeln. Und es müssten weniger Menschen sterben und weniger Menschen leiden. Das wäre so, ja, mein Traum. Aber ich weiß natürlich, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Und ich möchte auch nochmal betonen, ja,
dieses Ganze mit die Welt ist eine Simulation und wir leben in einer Simulation und so. Ich mag eben dieses Gedankenspiel. Mir ist natürlich trotzdem bewusst, dass man im Alltag jetzt nicht die ganze Zeit darüber nachdenken kann, weil es schon sehr abstrakt ist, dessen bin ich mir bewusst. Und jeder muss seine Rechnungen zahlen und jeder muss leben und so weiter und so fort und Kinder erziehen. So, mir ist das alles bewusst und klar. Aber ich wollte auch hier mal aus der ganzen, ja, Welt so rauszoomen und die Menschheit als Kollektiv betrachten. Und meine Hoffnung ist wirklich künstliche Intelligenz. Und ich hoffe, oder ich werde mir auch, wenn ich dann mal 100 bin, weil ich habe mir auch vorgenommen, ich werde safe 100, wenn nicht gar älter, ja, safe. Und dann werde ich mir diese Folge auch nochmal anhören und dann werde ich nochmal eine Folge aufnehmen und dann sagen, pass auf, Vergangenheits-Deborah aus dem Jahr 2022, so ist es mittlerweile. Und dann werde ich so voll den krassen Vergleich ziehen und ich hoffe, dass sich einiges bis dahin gelöst hat. Also kurz gesagt, dass der Software-Patch sich gelohnt hat. Und dass es sich quasi rechnet, das ist zwar traurig, dass man das so sagen muss, aber dass es sich für die Menschheit rechnet, aufs nächste Level zu kommen. In diesem Sinne hoffe ich, ich habe, wobei, wenn du bis hierhin gehört hast, habe ich dich nicht gelangweilt oder du dachtest dir nur so, okay, what the fuck. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuhören und ja, keep it in the villa.